Ja Leute, hallo zum neuen Video. Heute mache ich einen leckeren Gulasch-Reistopf. Den Ecco zum Versa, den ich von www.sicherstadt bekommen habe, habe ich schon aufgebaut. Und zuletzt habe ich auch noch einen 4,5er Petromax Dutch-Ofen gekriegt, ohne Füße. Optimal, ja, um auf dem Raketenofen zu arbeiten. Ja, dann werden wir das Ding mal anzünden. Na nun, wer ist da? Hallo, immer noch der Bernd von Smoky Bees Barbecue. Und Thomas von Barbecue aus Baden, hallo. Ja, die sind immer noch zu Besuch. Das ist mittlerweile das dritte Video heute, was ich mache. Und ja, allmählich wird es ein bisschen stressig, aber kriegen wir alles gebacken. Das Einzige, was jetzt drunter leidet, ist die kleine Übersicht. Ja, da gibt es halt das Material, was in den Topf reinkommt, so nach und nach. Weil Schatz ist drin am Schnibbeln. Gut, feuern wir den an, heizen wir den Topf gleich mit auf. Und ich habe Kohlen mit drin, nebenbei ein bisschen Bambus mit rein und ein bisschen Holz und wird schon laufen. Was ich vergessen habe vielleicht zu erwähnen, dieses hier ist jetzt ein abgewandeltes Thermomix-Rezept. Jo, das funktioniert auch im Topf und ich mache das jetzt mehr oder weniger nach Gutdünken, so wie man es eigentlich dann zubereiten würde, wenn man irgendwo unterwegs ist. Boah, hier raucht es mittlerweile von beiden Seiten, deswegen schauen wir jetzt, dass wir irgendwas hier mal fertig kriegen. So Leute, es ist recht windig heute und ich denke, wenn diese Ladung hier drinnen ist, fertig verfeuert ist, werde ich komplett auf Holzkohle umsteigen. Die habe ich ja hier schon nebendran liegen und dann ab und zu halt einmal schnell den Topf runterheben und ein bisschen Kohle nachschmeißen. Ich denke, das wird für mich heute einfacher. Und du erschrickst mich hier ja ganz schön mit deinem Blitz. Sabalot. Ja, vielleicht muss man ein Bild machen von dir. Ja, beginnen tun wir ganz klar ein bisschen Öl hier rein und dann unser Fleisch anbraten. Das ganze Ding habe ich das Gefühl, steht etwas schief. Schauen wir mal. Ja, so haben wir es halbwegs gerade. Wird halt von der Seite her befeuert. Und dann tun wir jetzt Bacon, Streifen wieder, 500 Gramm Rindergulasch und 500 Gramm Schinkengulasch. Das tun wir jetzt erstmal schön anbraten da drin. Hallo mein Schatz. So Leute, mein Schatz hat uns die Gewürzmischung vorbereitet. Da ist drin ein Teelöffel Zucker, 2 Esslöffel Paprika Edelsüß, 2 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel schwarzer Pfeffer, 1/2 Teelöffel Kümmel gemahlen, 1 Esslöffel Majoran, 3 Lorbeerblätter, 5 Wacholderbeeren und eine Mini-Prise Nelkenpulver. Und das ist alles. Ja, wunderbar. Gut, dann gehen wir wieder rüber. Das Fleisch ist dann soweit angebraten. Jo, so langsam sind wir hier fertig. Und wie war das? Dir T-Zone EcoZoom auch gut gefallen? Mit absoluter Sicherheit. Ein super Gerät. Bin begeistert. Ja, gerade so für einen Topf. Also wenn man wirklich nur Unterhitze braucht. Gut, bei Oberhitze kann man immer noch dann ein paar Kohlen oben drauf schmeißen. Aber so ist es eine feine Sache. Mittlerweile haben wir umgestellt, dass wir bloß noch auf Kohlebetrieb sind heute. Ihr seht es ja, ja auch an der Fahne, es geht doch ein bisschen ein Wind und da ist man so dann einfach lieber. Aber jetzt lassen wir noch die restliche Flüssigkeit noch ein bisschen verdampfen, dass es wirklich richtig schön angebraten ist und dann kommt der Rest rein.
Aber das Tomatenmark, wo ist das? So Leute, weiter geht es. Wo habe ich jetzt das Tomatenmark hin? Das war schon zum Ansetzen. Wo ist das Tomatenmark? Leute, ich habe das Tomatenmark verlegt. Schatzi, ich hab das Tomatenmark gefunden. Da haben wir jetzt noch ordentlich Tomatenmark mit rein. So, gut. Circa 50 Gramm. So. Als nächstes, Tage an. Ich komme. Diese Matschetomaten in der Schüssel. So, ja, wie hast du gerade gesagt, Matschetomaten? Zwiebel. Knoblauch. Zwiebel und Knoblauch. Wie viel in etwa? 450 Gramm Zwiebel, 3 Knoblauchzehen. Paprika, dann eine rote und eine gelbe Paprika haben wir hier. Und jetzt wird der Topf ganz schön voll. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Reis damit rein. Außer ich schütte es nachher in einem anderen Topf um. Deine Gewürze. Die Gewürzmischung. Rotwein auch gleich mit rein. Ja, so Viertel Liter. Ich brauche jetzt ein Hocker, ne? Ja, das wird schon Viertel Liter gewesen sein. Für was brauchst du ein Hockerle jetzt? Weil das so viel besser ist. Ja, dann mache ich es nächstes Mal auf dem Boden. Dann brauchst du dich nicht auf ein Hockerle stellen. Flüssigkeit reicht mir noch. So, einmal. Stopp. So. Ich glaube, das wird nachher echt ein Problem. Also da, Leute, ich habe es eigentlich vorgehabt, da noch direkt einen Reis mit reinzuschütten, dass der direkt sich von der Soße aufsaugt. Aber ich glaube, das kann ich in dem Topf vergessen. So, und jetzt Deckel drauf und schmurgeln lassen. Ja, und ab und zu halt einmal von unten Kohlen nachlegen. Dazu heben wir dann einfach hier schnell den Topf an, schmeißen da ein paar Kohlen rein und ja, weiter geht's. Wir werden hier jetzt den FT6 nehmen, den ich auch von Sicherstadt bekommen habe. Das letzte Video ist gerade fertig geworden, deswegen ist der jetzt frei. Und reichen wir mal bitte die zwei Handschuhe. Schnappst du dir den Deckelheber? Nur den Deckelheber, ohne Deckel. Oh Leute, es riecht ja so dermaßen geil. Und das füllen wir jetzt einfach in den größeren Topf rein. Irgendwo muss der Schieber sein, da drüben, bitte. Dann zieh das Ganze mal hier raus. So, langsam, langsam, langsam. Sonst spritzt es bloß so. Warte, ich versuche mal umzulangen. So, jetzt. Und dann können wir nämlich unseren Reis doch noch damit reintun. So wie es ursprünglich auch geplant war. So, nichts verschwenden. Alles rein. So, den Topf kann ich nachher dann gleich sauber machen.
Warte. Schnell, bevor Schatz herschaut. Ich hau hier nämlich jetzt noch einfach einen Rinderfond mit rein. Und noch einen Schluck Wasser. Wir brauchen ja viel Flüssigkeit nachher für den Reis. Jo, Deckel drauf und dann stellen wir es wieder auf den Raketenofen. Jeha! Dir schmecken die Walnüsse aus dem letzten Video? Mhm. Ja, da hat's. Alter. Ach nee, das sind ja normale Walnüsse. Das sind ja gar nicht die kandierten, karamellisierten. Ist egal, schmecken trotzdem. Okay, Leute, so sieht's jetzt mit dem FT6 aus. Auf dem Versa. Ja, lassen wir das Gulasch jetzt eine Weile drauf blubbern. Bevor wir später dann den Reis hinzufügen. Leute, also ich würde mal sagen, wir haben da ziemlich viel Dampf unter dem Kessel. Wunderbar. Aber ich werde es mal schnell aufmachen und umrühren. Nicht, dass uns hier wirklich noch was ankokelt. Hui! Ich glaube, ich muss da ein bisschen die Luftzufuhr reduzieren. Und nicht zu viel Kohlen nachlegen. Also ihr seht's, auch auf die, so einem Raketenofen haut es wunderbar hin. Auch im FT6, der etwas größer ist. Geile Sache. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn gleich dazu genommen. Aber ist alles im grünen Bereich. Ist eine Sache, oder? Wunderbar. Bin begeistert von dem Ganzen. So Leute, und jetzt ist es soweit, jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Eine Grillschranki-Tasse. Aber was für eine? Eine voll Reis. Gut, machen wir auf, hauen wir den Reis mit rein. Und ja, dann werden wir auch, denke ich mal, bald soweit sein, dass wir probieren können und essen können. Heiligsblechle. So, wo stelle ich jetzt den Deckel hin? Jetzt steht hier immer noch alles voll. Flurtige Hennerkäpp. So, Platz gefunden. Also so wie das köchelt und am Verdampfen ist das Wasser, hauen wir da auf alle Fälle nochmal einen Schluck rein. Nicht, dass es am Schluss zu trocken wird. Na komm. Also, wie gesagt, am besten wird es aus einer Grillschranki-Tasse. Und hinterher hat man ein komplettes Menü aus dem Topf. Gut. Dann lassen wir das jetzt noch ein bisschen köcheln. Schauen nebenzu mal, was die Kohlen machen. Ja, ein bisschen was kann wieder rein. So bringt man das kleine Holzkohlenzeug auch noch weg. Jo, hau ruck. So, dann. Und weiter köcheln. Ja, seid ihr narrisch, da hinten ist ein ganzer Topf voll Gulasch und hier werden Würstchen gemacht. Was sind denn das für welche? Ja, das sind so eine Mischung zwischen grob und feine, selbst gemacht, wunderbar.
Also du hast die gemacht? Die habe ich gemacht, na, genau. Da bin ich ja gespannt. Und einfach mal zum Probieren. Na, das ist es doch wert, dass sie noch ins Video reinkommen. Ja. So Leute, dann wollen wir hier nochmal Bratwurst probieren, die wo innen aussieht, als ob sie roh wäre, aber es wurde gesagt, es gehört so. Jawohl. Die ist lecker. Die ist echt lecker. Mhm. Also, ich sag schon mal, kommst du, kannst du mir das so ein Kilo mitbringen, ist überhaupt kein Thema. Einmal. Sehr lecker. Doch. So, sehr gut. Und die ist selber gemacht? Ja. Richtig geil. Hat du fein gemacht. Gut, dann werde ich so weiterhin machen. Mhm. Genial. Ist gut. Das ist echt gut. Ja, Leute. Und wir machen jetzt dann gleich mit dem Gulasch weiter. So, Freunde. Ich habe gerade hineingeguckt gehabt. So schaut's aus. Viel Dampf. Und es ist fertig. Da wedelt einer. Eine. Gut, dann werden wir es jetzt runternehmen. Und dann können wir essen. Also, wie gesagt, ich habe ab und zu ein so komplettes Körbchen hier oder Bäckerchen, Kohlen war es und jetzt, ja, vielleicht ein Viertliges noch, hat ausgereicht, um jetzt den Topf über 2 Stunden, 2,5 Stunden zu befeuern. Wunderbar, richtig geiler Dampf von unten. Also auch hierfür ist dieser Echo Zoom, den ich ja vom Sicherstadt bekommen habe, mit dem FT6, einfach hervorragend geeignet. Aber jetzt gehen wir rüber und dann tun wir essen. 2, 1. Tja Leute, so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, ein komplettes Essen aus dem Topf. Tja. Und dann kann ich nur noch sagen, einen guten Appetit. Und in dem Falle zuerst mir, weil irgendwie nehmen die noch nicht. Entweder sind die alle schon voll gefuttert oder was weiß ich. Auf alle Fälle scheint es heiß zu sein. Ja, danke. Es ist heiß. Verdammt, es ist heiß. Stopp! Was ist das? Stopp! Stopp! Sie können nur, oder was? Ja, weißt du, was hier heute alles aber gegessen lecker! Hat? Wer weiß, was Marco aber hat. Lecker, Leute! Guten! Guten Abo! Schon hier. Sehr lecker! Wir sehen uns nachher noch zum Fazit mit Thomas und Bernd und vielleicht noch Patricia aus dem Hintergrund bei. Die schimpft uns wieder, dass sie nicht geschminkt ist. Ja, schüttelt, nickt schon. Okay, Leute, bis gleich. So, Freunde, dann kommen wir noch zum Schlussfazit und zum Ende des Tages. Wir machen ja jetzt heute 3 Videos. Bernd und Thomas noch zu mir. Wer fängt dieses Mal an mit dem Fazit? Ja, gut, dann fange ich mal an. Also, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Richtig super gelungen, das Essen eben, der Gulasch, perfekt. Also gibt es nichts zu meikeln, war echt klasse. Micha, vielen Dank für den Hat was gefehlt Tag. Am Gulasch? Ja, nein, überhaupt nichts, war echt. Mehr auch Wein. Nicht über. Es Ach, kommt Patricia mit ihren Weinen, die alte Wein, Saufgurgel. Also aber sonst perfekt. Ja, du? Wie gesagt, perfekter Tag, 3 perfekte Gerichte, zum Abschluss das Gulasch. Super geil, super lecker. Mehr gibt es nicht. Vielen Dank, Micha. Wunderbar, also mich hat es wirklich gefreut, dass ihr gekommen seid. Eure Tassen habt ihr ja bekommen. Ja, danke, gerne mit. Und Leute, macht das Gulasch nach. Das ist wirklich auch outdoor geeignet mit so einem Dachofen und ja, er steht gerade im Weg. Raketenofen, das war das Wort, was ich sagen wollte. Da hinten steht er immer noch. Und ja, optimal, wenn man den Reis damit reinhaut. Funktioniert hervorragend. Und man hat weniger Geschirr. Genau. Ja, okay Leute, das war's dann mit diesem Video. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.